Herzlich willkommen zur weiteren Fahrerkarte auf dem Marsch. Wir werden jetzt Heu und unsere Mischung fahren. Wir haben auch noch ein bisschen Silage da. Dazu haben wir gleich einen LKW, der eh da rumsteht. Und dann fahren wir mit den beiden blauen Hängern zu unserem Heutrocknungsanlage. Und dann werden wir das Heu da entsprechend ausnehmen. Wir haben noch Heu im Lager, aber wenn wir die Heutrocknung leer bekommen, dass wir mal wieder Gras haben und Heu machen müssen, also dann leer ist. Das heißt, ich brauche einen anderen Anhänger. Das heißt, den stellen wir mal ab. Vielleicht daneben. Ich habe da noch keinen festen Platz. Ne, wir brauchen einen LKW. Mal einen kleinen Dreher machen, ne? Die beiden muss ich auch noch wegnehmen. Ja, zu Heu war mal Regen gewesen, jetzt haben wir jetzt trockenes Wetter, ne? Das tue ich ein bisschen. Alles haben wir die sichere Variante mit Heu. Trocknung, dann ist es auch erledigt. Dann haben wir sicherlich Heu. Wenn wir jetzt Heu auf Lager haben, da könnte man das Risiko eingehen und sagen, okay, wir machen das per Wender und per Dings hier, per Zetter trocken. Durch Wenden und so. Aber das Risiko war doch ein bisschen zu groß. Nein, wir wollen da keinen Schweinefutter haben. So viel haben wir gar nicht nötig. Aber mit Schweine, da habe ich was Großes vor. Da will ich noch richtig groß rauskommen. Das heißt nachher, drei kleinere Ställe, a 90 Tiere und dann alle Vierteljahr immer entsprechend gestaffelt rein und nach einem Dreivierteljahr geht vorne wieder raus und gleich wieder rein. Und so haben wir immer, wenn wir jetzt anfangen im Herbst theoretisch mit Schweine rein, dann kommt im Winter nächster Schwung, dann kommt der nächste Schwung im Sommer, dann geht es immer so weiter, immer mit der Vierteljahr. Alle 4 Monate einmal Schweine in den neuen Stall rein. Und je nachdem, wie viel wir jetzt da bekommen, jetzt nicht ausreicht, wenn wir noch ein paar Sauen zukaufen und dann, dass immer die 90 Tiere voll bekommen. Oder ungefähr die 90 Tiere, ne? Also. Und dann, wenn wir alle Vierteljahr die 90 Tiere hinbringen zum Schlachter, das heißt hier 90 Tiere ist eine gute Anzahl. Das heißt, 3 Ladungen mit einem Viehtransporter. Schweine, glaube ich, Kühe gehen 15, Schweine, glaube ich, 28. Muss ich überlegen, ob ich noch einen größeren Kauf oder einen Doppelgespann nehme. Dann können wir einsteigen in eine Fleischproduktion: Wurst, Leder. Dann haben wir eine ausreichend Einnahmen, müssen wir nur sehen, dass wir genügend Futter herstellen können für unsere, so fahren wir eine kleine Ehrenrunde, für unsere Tiere, dass wir selbst Futter haben und selbst genügend Stroh. Das müssen die Felder irgendwie ergeben. Wie gesagt, wollen wir Felder kaufen. Da gehen wir noch voll rein in die Schulden, also Anführungszeichen, damit wir ein bisschen was noch. Da schauen wir dann bei den Missionen nach, ob wir noch unsere, die Felder, die wir kaufen wollen, noch ein paar Missionen machen können. Nach dem Motto, wir kassieren mal doppelt ab. Feld 19 zum Beispiel. Wollte ich machen, so. Sind wir hier schon bei der Produktion. So, ein bisschen weiterfahren. Bisschen. Ja, genau, haben wir richtig schon mal erwischt. Eigenes Heu für Mischfutter. Stroh haben wir noch nicht gehabt. Aber dann werden wir dann gleich vom Acker hier reinfahren. Und den Rest nachher kommt dann ins Silo rein. Sollten wir genug haben. So. Achso, okay.
Denn Mischfutter war ja fast wieder alle. Abkippen wollte ich. Wollte mal aussteigen. Stroh, Silage, Heu. Wollen wir uns noch ein bisschen Silage reden? Dann holen wir noch mal ein bisschen. Dann holen wir noch ein bisschen Heu, dann können wir das verkaufen. Einmal Gras machen wir noch. Das weiß ich schon, weil das ist ja jetzt im Prinzip auf Feld 36. Ist schon mal erst einmal erntereif. Ich möchte aber gerne, dass es richtig erntereif wird. Also es kann sein, dass es sich beißt mit der anderen Ernte. Von der Zeit her, aber mal sehen. Also wir an Mais kriegen wir hier an Silage, das sind dann doch ein schönes großes Feld, die drei, was wir schon haben. Und was die 19 kostet, haben wir schon voll gedüngt, glaube ich, ne? 19 würde kosten 813.000, können wir fast leisten. So. Ansonsten müssen wir schauen, auch noch Gras. Ob wir die 16 mal kaufen können. Ne, 1,4 Millionen, schon ein bisschen heftig. Aber die 19 ist schon nicht schlecht. 19, die 9 und die 8. So dass wir im Prinzip ein Gebiet haben komplett. Aber mal schauen, ob wir überhaupt kriegen für Geld. Mal gucken, was wir schon an Schulden haben noch überhaupt. Wissen haben wir garantiert. Ja, wir haben schon knapp 2,1 Millionen. Also 3 Millionen kriegen würde ich hier, wäre ich schon froh. 3 Millionen gab es hier natürlich auch nicht mehr. Also 3 Millionen, ein Feld. Wie gesagt, Mischfutter kann man noch herstellen. Das läuft noch ganz gut. Da können wir dann morgen was verkaufen. In dem Tag morgen. Dann ungefähr noch 200.000 bei Paletten und bei Paletten und Spanplatten und so. Da können wir noch ein bisschen was verdienen. Das läuft ja nun die ganze Nacht durch. Ja. Pellets können wir auch noch verkaufen. Da hoffe ich ja, dass wir entsprechend sehr viel Stroh bekommen werden. Feld 12 zum Beispiel würde ich da komplett reinfahren wollen. An Stroh. Ups. Da muss ich mir einfallen lassen. Entweder einen anderen LKW oder. Ich weiß ja auch nicht genau. Das machen da fast alle im Prinzip. So. Dann müssten wir doch noch von der BGH ein bisschen Silage holen. Aber die Silage ist noch nicht so weit. Sobald die Silage fertig ist, können wir die herfahren. Wenn ich jetzt holen würde, dann wäre das ganz gefährlich, dass ich hier Gras reinkippen würde. Würde es wahrscheinlich nicht annehmen, aber wenn doch. Und da wird es aus Luft nochmal gewertet, keine Ahnung. Ist ja schlecht. Die Silage haben wir eigentlich genug da. Könnten wir zuschlagen. Ein bisschen war noch was da. Jetzt haben wir ungefähr. Heu ist gut halb voll, der Rest ist. Brauchen mehr Heu. Heu brauchen wir am meisten, das 50%. Dann kommen wir schon weit hin. Dann können wir bei Gelegenheit
Dann haben wir noch Heu im Lager, was ich weiß. In unserem großen Lager. Es wird schon schummrig, ne? Merkt ihr auch? Es ist so ein Dunst zieht jetzt auf, so Bodennebel, so Küstennebel. Und dann könnten wir noch ein bisschen Heu machen, theoretisch. Aber wie gesagt, die Kurse von Feld 21 und 23 können wir da vorsehen. Das ist jetzt gedüngt, optimal. Also der Ertrag müsste dann entsprechend ausreichend sein. Dann können wir die anderen Felder zur Silage machen, die großen, ne? Denn das BGH muss ja auch laufen, das ist ja all nix. So. Ja, das ist noch nicht reif, das ist das ganze Problem. Das ist ja gerade mal in Wachstumsstufe 2 oder so. Das und das werden auf einmal und hier ist es Stufe 1, ist aber in Stufe 3 bringt das mehr. Natürlich könnte man jetzt hier noch ein bisschen mehr kaufen. Mähen. Ist aber ziemlich klein, ne? Genauso klein wie das. Viel Gras, viel Wiesen haben wir so groß gar nicht. Die 40 werden noch. Was kostet die 40? 1,2 Millionen. 1,1. Wäre auch weit weg, ne? Wäre sehr weit weg. Für einen Sammelwagen wäre das ganz schön hart. Müsste hier oder da lang fahren, ne? Da. Ist schon Hammer. Wie gesagt, mit Sammelwagen, mit einem anderen Gerät würde ich das nicht machen wollen. Also mit Aufsammeln und dann die Fahrzeuge hinterherfahren. Nee, das ist nichts. Da kann man mit Sammelwagen am besten machen. Aber jetzt im Sommer ist es schneller Heu, als man lieb ist. Also dabei eher was für Grasballen, ne, von der Entfernung her. Geht, glaube ich, besser. Aber wir haben schon Wiesen. Deswegen ist eine Wiese, eine weitere Wiese nicht von Sinn, sondern eher das Maisfeld, Nummer 19. Wird billiger. Das kostet nicht so viel Geld. So. Entschuldigung. Habe ich die Folgen durcheinander gebracht, beziehungsweise die Anzahl. Aber ich glaube, 4 muss ich noch machen. Weiß ich, muss ich, will. So, eine Fuhre haben wir noch. Und dann ist das Ding voll, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls. Stroh werden wir dann bald kriegen, sobald die Ernte läuft. Was sicher noch eine Weile dauern wird. Einen Tag weiter auf jeden Fall. Ja, kriegen wir fast, kriegen wir alles raus. Kriegen wir, hängen wir nicht voll. Halb sieben, Wahnsinn.
So, letzte Heu raus. Das ist gut. Dann haben wir das geschafft. Und können wir sie Mischfutter produzieren. Kühe brauchen ja auch schon viel. Ne? Also drei Anhänger voll mit A 14 Kubik. Nachgefüllt, also nicht ganz. Ein paar Kühe müssten normalerweise noch gekauft werden, also das reicht noch nicht. Wir müssten dann mindestens noch 50 Tiere dazu kaufen. Damit wir genügend mehr Milch haben irgendwann. Also das dauert ja noch eine Weile. Das muss ja im Prinzip schon früh entschieden werden, weil bis die Kuh dann entsprechend Kalb bekommt und dann Milch gibt, das dauert ja eine Weile. Also da muss man sich im Prinzip ein Jahr vor überlegen. Ne? Sonst so heute kaufen und morgen dann Milch bekommen ist nicht. Eine trächtige Kuh kaufen wäre das eine. Hat man früher so gemacht, da gab es spezial alte Gegend, kann man sagen, die entsprechend die Tiere als trächtig verkauft haben, also die Zuchtrinder im Prinzip. Denn was die normale LPG hatte, war ja nie, keine Zuchtrinder, die sie bekommen haben als Kälber, sondern als das war, lass mich stehen, ne? Das war ne, so eine Art Fleischrasse, die sie werden. Von Fleischbullen haben sie besamen lassen, also von einer speziellen Rasse. Wollten und durften nicht züchten, keine Ahnung. Und was gab es da? LTG, die das dann. Die das dann speziell gemacht haben. Ich glaube, bei uns war Felder gewesen, die waren ganz groß. Und dann haben die sich halt Fersen gekauft, so heißen Tiere in dem Bereich. Was wollte ich jetzt machen? Kühe kaufen? Kühe kaufen. Aber das machen wir zur nächsten Folge. Dann seid mal tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Geht Licht an. Ja, ich danke fürs Reinschauen, ich danke fürs Liken, Abonnieren und fürs Kommentieren. Egal was, Ratschläge, Tipps, immer gern gesehen. Aber auch Kritik. Dann seid nochmal tschüss, bis hoffentlich sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss.